Wir haben euch hier bei Wissenswert ja schon oft von krassen Fußballrekorden erzählt. Zum Beispiel der nie brechbare Rekord, dass Pelé dreimal Weltmeister wurde, die legendären 5 Tore in 9 Minuten von Lewandowski oder die wirklich bahnbrechende Leistung, dass Cristiano Ronaldo bisher in über 90 Wissenswert-Videos vorkam. Hier mit 91. Heute wird es jedoch noch kurioser und vor allem peinlicher. In diesem Video präsentieren wir euch nämlich 8 Fußballer, die ebenfalls unfassbare Rekorde erzielt haben. Allerdings im Negativen. Seid also gespannt auf gigantische Strafzahlungen, miserable Leistungen und sogar einen deutschen Nationalspieler, der wegen einer Marke eigentlich nur noch bemitleidet werden kann. Hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einem peinlichen Rekord, der tatsächlich in nur einem Spiel aufgestellt wurde. 1999 trafen in der Copa America Kolumbien und Argentinien in einem wichtigen Duell aufeinander. Argentinien hatte dabei durch seinen ehemaligen Superstar Martin Palermo direkt nach wenigen Minuten die Chance, durch einen Handelfmeter in Führung zu gehen. Doch wie es nun mal auch den Besten passiert, hatte Palermo nicht alle Nerven beisammen und semmelte den Strafstoß volle Kanne an die Latte. So weit, so normal. In der zweiten Halbzeit hatte er dann die Chance, alles wieder gut zu machen, und zwar erneut durch einen Handelfmeter. Doch auch dieses Mal war der eigentlich so routinierte Profi von Betis Sevilla so nervös, dass er auch diesen Elfer verschoss, dieses Mal übers Tor. Kurz vor Spielende geschah dann das Unglaubliche. Palermo selbst wurde im Strafraum gefoult und es gab erneut 11 Meter. Zum 3. Mal in diesem Spiel ging er zum Punkt, nur um dann einen Rekord aufzustellen, der bis heute nicht gebrochen wurde. Und zwar 3 verschossene Elfmeter in einem Spiel vom selben Spieler. Kolumbien gewann das Spiel unterdessen mit 3:0. Weiter geht's in der Bundesliga mit einem Rekord der anderen Art. Bei vielen Vereinen ist es ganz normal, dass die Stars regelmäßig kleine Geldsummen im Bereich von 100 bis 500 Euro zahlen müssen, da sie beispielsweise zu spät kommen oder sich dem Team gegenüber im Training undiszipliniert verhalten. Was der eigentlich so beliebte Marco Reus jedoch 2014 abzog, führte zu einer Strafe, die man so noch nie gesehen hatte. Damals wurde er öffentlich dabei fotografiert, wie er in einem Geländewagen durch Dortmund cruiste. Es gab jedoch ein Problem. Reus hatte gar keinen Führerschein, sondern zeigte bei Kontrollen nur ein gefälschtes niederländisches Dokument vor. Als die Polizei das mitbekam, begann sie sofort gegen Reus zu ermitteln, was letzten Endes zu einer Strafzahlung von satten 540.000 Euro führte. Damit musste er die wohl höchste Geldstrafe der Bundesliga-Geschichte entrichten. Der einzige, der hier in jüngerer Vergangenheit rankam, ist Sadio Mané. In seiner Zeit bei den Bayern benahm er sich einmal so sehr daneben, dass er Leroy Sané in der Kabine eine reinhaute. Danach musste Sané sogar sein Gesicht in der Öffentlichkeit verdecken, um nicht noch mehr Wirbel zu machen. Die Konsequenz der Bayern-Bosse war daraufhin eine Strafe von 350.000 Euro, die Mané an den Verein entrichten musste. Man kann aber auch auf andere Art unangenehm auffallen. Zum Beispiel, indem man in einem Spiel gar nicht auffällt. Es ist an sich zwar normal, dass gerade Mittelstürmer in einem Spiel eher selten am Ball sind. Was Romelu Lukaku jedoch letztes Jahr bei einem Spiel seines FC Chelsea gegen Crystal Palace gelang, ist nicht zu unterbieten. Über das volle Spiel berührte er den Ball nämlich gerade einmal 7 Mal. Im Schnitt also nur alle 13 Minuten. Dass es sich dabei nur um kurze Kontakte und nicht um gefährliche Schüsse, geschweige denn Tore, handelte, machte das Ganze noch schlimmer. Insgesamt scheint es bei Lukaku, der lange als absoluter Ausnahmestürmer gehandelt wurde, aktuell nicht so gut zu laufen. Im Juni kostete er durch krasse Fehlschüsse Inter Mailand die Champions League und bei seinem alten Verein Juventus demonstrierten sogar Fans, dass sie ihn nicht im Verein haben wollten. Ein Spieler, bei dem es aktuell ebenfalls nicht so gut läuft, ist Paul Pogba. Nicht nur, dass er derzeit einige krasse juristische Probleme hat und unter Dopingverdacht steht. Auch ökonomisch sah es schon mal besser aus.
Dabei war 2016 alles noch ganz rosig. Damals wechselte er für unfassbare 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United. Dies war einer der teuersten Transfers aller Zeiten und in Manchester war man sich sicher, einen der besten Spieler unserer Generation verpflichtet zu haben. Der Transfer war sogar so krass, dass Adidas eine Millionensumme ausgab, um den Wechsel durch den Rapper Stormzy verkünden zu lassen. In den kommenden 3 Jahren passierte dann jedoch etwas, das man vorher noch nie erlebt hatte. Von den 105 Millionen Marktwert waren dieses Jahr nur noch 15 Millionen übrig. Und das, obwohl Pogba mit 30 Jahren immer noch im besten Fußballeralter ist. Noch nie in der Geschichte verlor ein Topspieler innerhalb von 3 Jahren 85% seines Marktwertes und dazu noch so viel Ansehen in der Fußballwelt. Weiter geht es mit einem Spieler, bei dem ein möglicher Negativrekord eigentlich ganz nahe liegt. Und zwar Harry Maguire und die meisten Eigentore. Tatsächlich traf der ehemalige Man U-Kapitän vor kurzem wieder ins eigene Tor seiner englischen Nationalmannschaft. Doch was die Gesamtzahl der Eigentore angeht, müssen wir euch leider enttäuschen. In der Geschichte des Profifußballs gab es nämlich einige Spieler, die öfter auf der falschen Seite trafen. Sogar der Kaiser Franz Beckenbauer erzielte mehr Eigentore als Maguire. Trotzdem gibt es jedoch eine Negativ-Bestmarke, die dem Engländer so schnell keiner wegnimmt. In der Premier League-Saison 2021-2022 war er nämlich für mehr Gegentore verantwortlich als jeder Spieler vor oder nach ihm. Durch krasse Fehlpässe, Stellungsfehler oder Unsauberkeiten verursachte er laut einigen Medien ganze 16 Gegentore. Wären diese Tore nicht gefallen, wäre Manu daraufhin vermutlich nicht in der Europa, sondern wie sonst auch in der Champions League gelandet. Für einige Memes ist Maguire trotzdem immer gut. Aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz können Fußballer Rekorde aufstellen. Und auch wenn wir hiermit nicht nahelegen wollen, dass eine Trennung oder Scheidung zwingend etwas Peinliches oder Schlechtes ist, wollen wir euch diesen Rekord von Lothar Matthäus nicht vorenthalten. Der ehemalige Weltfußballer und Weltmeister hält nämlich den inoffiziellen Rekord für die meisten Ehen eines Fußballers. Aktuell ist er mit seiner 26 Jahre jüngeren Frau Anastasia zusammen. Davor ließ er sich ganze 4-mal scheiden und kann so nun eine ganze Reihe an Ex-Ehefrauen aufführen. Liliana, Mariana, Lolita und seine erste Frau Silvia. Zwar ist es nicht ganz klar, was immer wieder zu den Scheidungen oder auch den neuen Beziehungen geführt hat, insgesamt gibt es jedoch keinen anderen Fußballer, der mit 5 verschiedenen Frauen verheiratet war. Und dementsprechend wohl auch kaum jemanden, der so viel Unterhalt zahlen muss wie Lothar Matthäus. Machen wir weiter mit einem Negativrekord, der auf dem Platz aufgestellt wurde und der extrem aktuell ist. Schon seit Jahrzehnten bewertet der Kicker, also die größte deutsche Fußballzeitschrift, die Spieler von jedem wichtigen Spiel mit Schulnoten. Dabei kam es natürlich schon unzählige Male vor, dass einzelne Profis aufgrund von schlechter Leistungen mit einer 6 bewertet wurden. Am 23. September diesen Jahres geschah nach dem Bundesligaspiel zwischen Bayern und Bochum jedoch etwas absolut Ungekanntes. Nach dem 7:0-Sieg der Bayern wurden ganze 9 von 11 Spielern des VfL Bochum mit der Note 6 bewertet. Noch nie gab es so viele Minimalnoten in einem Spiel. Und als ob das noch nicht reichen würde, stellte der gesamte Kader des VfL mit einem Notendurchschnitt von 5,82 gleich noch den schlechtesten Schnitt in der Geschichte der Bundesliga auf. Mal gucken, ob das jemals unterboten werden wird. Last but not least kommen wir nun zu einem Spieler, auf dessen Schultern eigentlich die Hoffnungen von ganz Fußball-Deutschland ruhen, Joshua Kimmich. Und auch wenn er als Champions-League-Sieger und Anführer des FC Bayern jetzt schon ein absoluter Ausnahmespieler ist, hält auch er einen traurigen Negativrekord. Und zwar ist er der Nationalspieler, der von über 80 DFB-Spielen die wenigsten gewonnen hat. Seit seinem Debüt 2016 konnte er im Deutschland-Trikot nämlich nur 43 Spiele gewinnen. Für eine 4-malige Weltmeisternation ist das extrem ausbaufähig. Vor allem bei Weltmeisterschaften scheint es dabei für Kimmich nicht gut zu laufen. Von seinen 6 WM-Spielen 2018 und 2022 konnte Kimmich nämlich gerade einmal 2 gewinnen und dabei niemals ins Achtelfinale einziehen.
Natürlich ist dies aber nicht wirklich seine Schuld, sondern eher sein Pech. Kimmichs bisherige Nationalmannschaftskarriere fiel nämlich ausgerechnet in die letzten Jahre der Löw-Ära und in die Amtszeit von Hansi Flick. Eine Zeit, die allgemein als eine der schlechtesten Phasen der Nationalmannschaft gilt. An Kimmichs Fähigkeiten als Fußballer bestehen daher keine Zweifel. Mit einer Passquote von 90% und einer Laufleistung von über 400 Kilometern in einer Saison ist er nämlich einer der wichtigsten und vielversprechendsten Spieler, wenn es darum geht, dass Deutschland bei der Heim-EM 2024 maximal erfolgreich ist. Apropos Heim-EM, checkt gerne mal dieses Video von uns über die Europameisterschaft in Deutschland ab. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr, kommentiert mal, welchen Rekord ihr am heftigsten fandet und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.